längste Skirunde der Welt. Sag mal hallo, Petra. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht's mal durch ein paar Skigebiete durch quasi. Wo sind wir denn gestartet? Wir fahren von Hopfgarten bis nach Kitzbühel, bis zum Fasthurn wollen wir. Gestartet eben in Hopfgarten, dann geht's über Brixen, Westendorf und dann Kitzbühel und dann eben bis zum Fasthurn und wieder zurück. Wäre auch gut. Bleibt dran und schaut, ob wir das ohne Bus schaffen. Wetter ein Traum. Ein Panorama? Ach gut. Jetzt komm! Jawohl! Ja, wenn man mitten durch die ganzen Skigebiete durch will, dann darf einem nichts zu blöd sein. Und jetzt sind wir gerade im Würstel-Express. Petra bei der Arbeit. Wow! Jetzt sehen wir auf die Salbe drauf, wo wir vorher gerade oben gestanden sind. Und jetzt geht es aber wirklich runter nach Brixen. Wir sind schon durch Brixen durch, mit der Choralpe rauf und jetzt im Skigebiet Westendorf. Dann gleich weiter durch Westendorf durch und dann schneiden wir schon Kitzbühel an, aber natürlich noch am letzten Zipfelchen. Und da geht es dann noch ganz durch Kitzbühel durch. Winter Wonderland Stimmung am Ziehweg in Westendorf. Heute haben wir ständig wechselndes Panorama. Jetzt sieht es mega gut aus. Da drüben haben wir jetzt das Brechhorn und die Rettensteine, klein und groß. Da spitzt schon wieder der Kalber raus. Und jetzt fahren wir mal los. Dorfberg und der Gartenkogel. Mega schön. Das bisschen Kunstschnee macht richtig geil griffig. Like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's okay. Das ist die Kiwetgondel. Die brauchen wir später dann auch wieder für die Rückfahrt. Und vor uns seht ihr jetzt schon das Kitzbühler Horn. Die Verbindung zwischen Westendorf und Kitzbühel muss leider mit dem Bus absolviert werden. Der kommt aber alle 10 Minuten und von dem her sollte das nicht sein. Hat der Bauer seine Hüten nicht verkauft, oder? Ja, man munkelt, dass da vorher was verkündet worden ist, bevor der Bauer zugestimmt hat. Und deswegen ist leider die Verbindung nicht direkt, sondern eben mit einer Bushaltestelle. Und wir sind erkannt worden. Thomas, hol dein Handy raus jetzt. Wo seid ihr her? Hol dein Handy raus. Alles gut. Wo kommt ihr her? Aus der Nähe von Leipzig. Ah, okay, perfekt. Ihr macht hier Urlaub und schaut unsere Videos. Natürlich, sehr gut. Und gefällt es euch bei uns? Ja, absolut. Ja, cool. Ja, dann genießt es. Ihr auch. Und weiter schauen, immer Daumen hoch und bis bald. Ja, genau. Yes, mega schön. Wir haben gesehen, es hat doch ein bisschen mehr Schnee, als wir dachten. Jetzt geht es für Nico zum ersten Mal richtig in den Tiefschnee mit den Skien. Oh Gott. Und für uns weiter nach Jochberg. Also, wir nähern uns unserem Ziel, aber dann geht's natürlich auch wieder zurück. Ja, so sieht's aus, wenn man es kann. Ich kann es noch nicht. Naja, meine erste Tiefschneeabfahrt mit. Da kommt er auch schon. Für seine erste Tiefschneeabfahrt mit Skien hat er das doch perfekt gemeistert. Oder was meint ihr? Für uns geht jetzt die verschneite Winter-Wonderland-Strecke am Bach entlang raus. Nico muss sich ein bisschen abkühlen, da ist der Schatten wahrscheinlich genau richtig. Und dann geht's weiter schon in Jochberg. Also wir sind echt gut vorangekommen. Uhu, und schaut mal, wie cool das hier einfach alles verschneit ist.
Meine erste so souveräne Tiefseeerfahrt mit Tieren. So, wir sind in Jochberg angekommen. Und jetzt heißt 10 Minuten Fußmarsch zum Schlepplift. Juhu, wir sind im Lift. Also wer Konditionstraining machen will, geht die 10 Minuten alleine. Oder geht die 10 Minuten. Ah, Bootcamp. Ja. Was man hier nicht alles entdeckt. Lamas, wie süß. So, Wagstedtbahn ausgestiegen. Jetzt sind wir schon im Skigebiet Resser Höhe. Also geschafft. Von der Entfernung her haben wir schon mal fast alles. Jetzt müssen wir nur wieder zurück auf. Uhu, wie schön. Jetzt sitzen wir im Talsen Lift rauf zur 3S. Skigebiet Jochberg, Passhuhn, Resser Höhe sozusagen erreicht. Nicht ganz um 2000er leider. Aber das wollen wir nach. Und jetzt geht's auf den Rückweg. Aber der wird nicht minder schön. Deswegen dranbleiben. Jetzt sind wir mit der 3S wieder rübergeschwebt. Und wieder am Pengelstein oben. Also wieder im Kitzbühler Skigebiet. Auf der anderen Seite quasi. Und hier gibt's wieder guten Blick auf den. Da waren noch so zwei verrückte Fahrradfahrer in dem Skigebiet, oder? Ey, Fahrradfahrer? Nein, die kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wahnsinn, was wieder geleistet haben. Alter, das ist unglaublich. Wenn ich die Stecken nicht habe, dann fühle ich mich wie auf rohen Eiern. Jetzt sehen wir die Salve zumindest schon wieder. Aber ein paar Lifte brauchen wir noch, bis wir wieder ganz zurück sind. Das Wetter hat jetzt leider ein bisschen zugemacht, aber Bedingungen an sich immer noch top. Die längste Skirunde der Welt, die haben wir dann heute wohl gemacht. Super gut. Verbindung nach Brixen geöffnet, stand auch schon da. Wieder unten in Brixen im Tale. Schauen wir jetzt durch den Tunnel durch und dann geht es auf der anderen Seite nochmal auf die Salve rauf. Vorbei am Iglu-Tor. Wir haben es geschafft. Schaut mal, da drüben ist noch Sonne. Ja. Da waren wir heute schon da drüben. Da beim Rettenstein in der Gegend um und um. Jetzt sind wir auf den allerletzten Metern. Das Wetter hat leider ganz schön zugemacht und hier ist es beinhart. Aber wir haben es geschafft und es ist noch nicht mal ganz hier. Kurz vor. Also, Frau Lehrerin. Wir starten in Hofgarten. Dann sind wir rauf bis zur Hohen Salve. Runter beim Filzernsee vorbei. Hoch Brixen rauf. Dann die Abfahrt nach Brixen runter. Voralpe rauf, dann rüber, hier runter bis zum Fleiding rauf, beim Gampen vorbei und mit dem Bus 4 Minuten zum Pengelstein, Pengelstein rauf, dann Pengelstein 2 rauf, da haben wir aber die Nieseleck genommen, dann sind wir hinten runter, da bin ich jetzt gar nicht mehr drauf, mit der Super-Ski-Karte, das ist alles gar nicht mehr drauf, dann sind wir noch im Skigebiet Kitzbühel gefahren bis zum Talsen. Und alles wieder zurück bis hierher. Zurück haben wir dann die 3S genommen. Und es war mega geil auf Skiern. 9:30 los. Jetzt ist glaube ich 4:10, oder? Halb vier. Dim. Passt, läuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis bald. Macht es gut. Ciao, ciao. Da haben wir auch noch ein paar Outtakes. Und wie kommst du zurecht mit den Skiern? Das tut so weh. Ich hasse das. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Kommst du so schlecht aus deinem... Schaut mal, was sie dann da macht, ja.